Hallo Leute und herzlich zu einem neuen Guide von mir. Und zwar möchte ich mir ein legendäres Großschwert bauen, Düsternis. Und für Düsternis brauchen wir aber einen Precursor. Und für die Precursor gibt es eigentlich vier verschiedene Varianten, wie man die bekommen kann. Erstens kann man sie einfach im Handelsposten kaufen. Düsternis wäre die Precursor Dämmerung. Und ihr seht, Dämmerung kostet 885 Gold, was ich halt momentan nicht habe. Deswegen fällt die Option flach. Man kann es einfach gedroppt bekommen, aber die Chance, dass man einen Precursor gedroppt bekommt, ist halt auch sehr gering. Und dann könnte man auch vielleicht in der mystischen Schmiede vier exotische Großschwerter reinwerfen und einfach hoffen, dass dann einfach der Precursor rauskommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering, dass man in der mystischen Schmiede einen Precursor bekommt. Die beste Alternative ist einfach, wenn man die Precursor-Sammlung macht. Und dafür müssen wir erstmal bei Beherrschungen Zentraltyria die legendäre Handwerkskunst leveln. Sobald wir Stufe 1 haben, können wir eigentlich schon anfangen, denn mit jeder Stufe, also 1, 2 und 3, können wir ein Band freischalten. Und man muss dann Band 1, 2 und 3 freischalten, dass man dann den Precursor bekommt. Stufe 4, also Gelehrter der Geheimnisse, wäre für Heart of Throne legendäre Waffen. Und für Zentraltyria 1 bis 3. Da ich Düsternis bauen will und das Zentraltyria ist, brauche ich bloß 1 bis 3. Und dann muss ich hier bei dem Händlerforum Hobbs laufen. Der Hobbs, der hat den Band Nummer 1, den ich einfach hier kaufen kann. Ihr seht, Band 1 kann ich dann hier kaufen für 5 Gold und 10.000 Karma. Wenn ich Band 1 fertig habe, dann kann ich mit Band 2 weitermachen und dann mit Band 3 weitermachen. Und so arbeite ich mir einfach zum Precursor. Das Besondere jetzt ist, dass wir zu jedem Band verschiedene Aufgaben haben. Wir haben hier 15 Trophäen, die wir machen müssen, und zu jeder Trophäe will ich ein Video machen, so dass ihr ganz genau wisst, was zu tun ist, zum Beispiel bei Letzte Sorge oder bei Malhorst Untergang. Oder falls ihr das auf eigene Faust macht und ihr seid zum Beispiel bei Forschungszerstörung und ihr kommt hier einfach nicht weiter, dann könnt ihr genau das Video anschauen und dann wisst ihr, was bei Forschungszerstörung gefragt ist. Und so könnt ihr eure eigene Sammlung dann auf eigene Faust fortsetzen. Und falls ihr das nicht auf eigene Faust macht, dann könnt ihr das einfach 1:1 mit mir nachmachen. Mit jedem Video mache ich eine Trophäe und dann arbeiten wir über diese drei Bänder durch. Und im nächsten Video mache ich dann Letzte Sorge. Damit fange ich dann einfach an und ich arbeite mich hier durch mit jeder Trophäe ein Video. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann bei Letzte Sorge weiter. Und dann sage ich Tschüss und Ciao und ja, fangen wir mal an, diese legendäre Reise, würde ich sagen, oder? Bis dahin und tschüss.